Was war das für ein Bug? Das war letztes Mal noch auf. Einmal. Ach so, okay. Also ich muss Bus fahren. Mhm. Fahren wir zuerst mal zu meinem Büro. Mal sehen, welcher Bus fährt zur Grästenheller Universität. Das könnte, ja, Grästenheller. Geil. Oh, ja. Yay. Schwarzfahren. Ja, einfach Schwarzfahren. Ich muss zugeben, dass ich durch das viele Zeiten ein wenig durcheinander gekommen bin. Was genau wollen wir in London unserer Zeit erreichen? Oh, bist du verwirrt, mein Junge? Ich kann es dir nicht verübeln. Ah, naja, es passiert eben nicht jeden Tag, dass ich in die Zukunft reise und mein zweites Ich treffe. Ich könnte eine kleine Zusammenfassung unseres Falls ganz gut gebrauchen. Bitte nicht. In Ordnung, mal sehen, ob ich dich wieder ins Bild setzen kann. Gut, erinnerst du dich, wieso der Bus Luke in die Zukunft gerufen hat? Um den bösen Professor Layton aufzuhalten, richtig? Und von was genau wollen wir mein zukünftiges Ich abhalten? Ach, ja, wir wollen ihn daran hindern, seine Zeitreiseforschung zu vollenden. Präzise, und deswegen waren wir auch auf dem Weg nach Chinatown. Genau, jetzt fällt mir wieder alles ein. Aber dann wurden wir aufgehalten. Sie wollten zuerst einige Fragen mit dem Inspektor klären. Aber zu jedem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, dass eine Rückkehr in unserer Zeit möglich ist. Hatten wir ja richtig gehende Glück. Was meinen Sie, Professor? Möglich. Warte. Was? 22 Uhr? Ja, höchstens. Das schaffen wir, ich glaube, wenn wir es wirklich bis Kapitel 8 schaffen. Vielleicht. Möglich klingt, als grübelten Sie über etwas nach. Stimmt irgendwas nicht? Allerdings, und es ist etwas, das wir hier näher untersuchen sollten, aber gleich sind wir an unserem Ziel angekommen. Lass uns in mein Büro eilen und danach starten wir dem Inspektor einen Besuch ab. Kapitel 5. Du hast dein Ziel erreicht. Universität. Kapitel 5. Kapitel 5. Ja, jetzt kommt Kapitel 5. Maxi King. Kapitel 5. Der vergessene Fall. Als ob wir so Horrorfilm sind. Klingt doch ein bisschen horrormäßig. Ich muss in meinem Büro kurz etwas nachschauen. Danach suchen wir Inspektor Shemley. Wie oft willst du es eigentlich noch sagen? Wir kriegen ein Rätsel. Nein, das ist eine... Du hast so große Augen. Sie ist eine Studentin von Professor Layton. Sie arbeitet sehr hart für ihre Noten. Da sind sie ja endlich, Professor. Sie haben ihre Vorlesung diese Woche ja schon wieder abgesagt. Lassen Sie mich raten, Sie sind wieder einem großen Mysterium auf der Spur. Hallo, Rosalind. Ja, leider ist mir etwas sehr Dringendes dazwischen gekommen. Natürlich werde ich die Vorlesung so bald wie möglich nachholen. Und dich knallen. Oh, kein Problem, Professor L. Solange ich meine Bewertung erhalte, bestehe ich nicht darauf. Na, was ist denn das für eine Einstellung, Rosalind? Muss ich dich wieder bestrafen? Was? Wenn Sie eine gute Note haben wollen, müssen Sie sich diese auch verdienen. Ja. Und da Ihr Thema schon feststeht, die Relikte von Cornwall, haben Sie ja genug bis dahin zu tun. Als Institute bestehe ich darauf, mich wirklich nicht zu Rate zu ziehen, bis Ihre Hausarbeit Form annimmt. Hehe, natürlich sollte das nicht heißen, dass ich nicht an meiner Hausarbeit interessiert sei. Ich freue mich bereits sehr auf unsere gemeinsamen Sitzungen. Yeah! Er ist ja gar keine Frau, also kann er sich eigentlich diese Studentin krallen. Nicht jedes Mädchen hat Glück, Privatunterricht vom berühmten Professor Layton. Die haben es so echt. Ich glaube, die haben es extra so gemacht, oder? Ich glaube schon. Extra diese Formulierung und so. Professor Layton zu halten. Ich wollte sagen, dass Sie in meiner Sprechstunde eine Rücksprache mit mir erhalten sollen. Oh, das brauchen Sie mir wirklich nicht zweimal zu sagen, Professor. Bis nächste Woche dann. Er wird Sie knallen. Er nimmt Sie von hinten. Er nimmt Sie von vorne. Ach, diese Spiel. Ich weiß ja nicht, was diese vor Ihnen schildert führt, aber seien Sie auf der Hut. Sei ruhig, Junge. Sei froh, dass Professor Litten sowas hat. Unsinn, mein Junge. Das bildet Sie doch alles nur ein. Machen Sie mir nichts vor. Sahen Sie nicht das Feuer in Ihren Augen? Sie ist ein Vamp. Was auch immer das bedeutet. Oh je. Ist klar, die Schlampe will es, Flayton. Was mit Sie? Die Schlampe will es. Er ist doch so, guck mal, was ja, er ist. So Privatunterricht mit Layton. Bitte. Oh, sind Sie nicht der Wachmann von der Zeitmaschinenvorführung? Was machen Sie denn hier? Nun, ich bin jetzt arbeitslos. Nun, wie er wahrscheinlich selbst bemerkt hat, habe ich damals ein paar Komplikationen. Als ich den Wogen geglättet hatte, entschied man sich meiner zu entledigen. Sag ich doch, arbeitslos. Ja. Und das tut mir aufrichtig leid. Aber entschuldigen Sie bitte, mir ist ganz entfallen, mich angemessen vorzustellen. Bitte machen Sie keine Mühe. Dekan Delmona hat mich bereits unterrichtet. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen, Professor Layton.
Ehrlich gesagt hoffte ich, Sie zu treffen, um Ihnen dieses Rätsel hier unterbrechen zu können. Rätsel teilen? 46 fehlt. Oder? Doch? Das kann nicht sein. Wir haben alle Leute bisher getroffen. Sicher? 3 aparte Halunken. Vielleicht findet man das drin. Ach so. Warte, was muss eingehen? Man muss hier Farben ändern. Ich weiß es wieder. Zeugen haben 3 äußerst. Was? Wieso? Ach so. Wieso? Scheiße, ich dachte, du musst irgendwie eine Zahl eingeben oder sowas. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Ich sag dir, du sollst Farben da machen. Ja, sorry. Ich dachte, du musst die Farben später auswählen. Scheiße, Mann. Egal, 4. Zeugen haben 3 äußerst modebewusste Garnelungen bei der Flucht entspickt. Jeder trug dieselben 3 Farben in unterschiedlichen Kombinationen. Die Oberteile der beiden Männer hatten dieselbe Farbe. 2 hatten weiße Hosen an. Der Dicke hatte eine weiße Kappe auf. Die Frau trug ein grünes Jackett. Welche ist die Frau? Achso, die. Berühre die Kleidungsstücke und ändere sie also die Farben, bis sie genau zu den Zeugenbeschreibungen passen. Okay, kannst du schon grün machen. Warte da. Klick auf die grün. Wo? Also auf ihre Jacke. Es gibt. Grün. Der Dicke hat eine weiße Kappe. Ja, ist richtig, okay. Ne? Beide davon hatten zwei weiße Hosen. Die 2 hatten dieselbe Farbe. Was? 2 weiße Hosen. Okay. Das sind gar nicht genug Informationen. Die Oberteile der beiden Männer hatten dieselbe Farbe, beide weiß. Da muss irgendwas grünes, ein grünen Hut oder so. Beide Männer hatten dieselbe. Der Macker musste einen grünen Hut. Welcher? Der kleine. Die hatten ja irgendwie, jeder trug dieselbe 3 Farben in unterschiedlichen Kombinationen. Ach so. Und sie musste rote Hose. Oder rote. 2 weiße Hosen müssten sein. Ja, rote Kappe dann. Ja. Stimmt, Antwort. Aber das war, er drückt einfach so. Ich dachte, sehen, man muss das angeben. Das stimmt. So gefällt mir das. Das war eine krumme Zahl. Wir hatten locker 1200. Egal. 1260. 1260? 1160. Siehst du, ich bin krank. Einfach exzellente Arbeit, Bruce. Ich danke Ihnen. Ja. Nicht der Rede wert. Ich fand es sehr erquickend. Aber der. Ach, guck mal in deinen Koffer. Wegen Rätsel? Ja, zurück. Wegen Rätsel? Ich glaube 46. Der Professor Layton knallt sie richtig. Rätselindex. 46 haben wir. Okay. Achso, okay. Also ein Wichser, knallt sie einfach. Das ist ein Gönner. Er ist einfach ein Gönner. Das ist ein Gönner. Knallt sich richtig hier. Wer nicht? Bei ihm kriegen wir Rätsel. Jawohl. Er sagt uns, seine Enkelin gibt ihm hat ihm Rätsel gegeben und jetzt kann er nicht schlafen. Die Lampen. Ha. War auch irgendwo offensichtlich. Nein! Ja. Rätsel. Du hast so komischen Kopf. So Kartoffelkopf, ne? Ist nicht Birne? Okay, ja, noch besser. Ja, schon mein Junge, ich habe nach ihm gesucht. Guten Tag, Wärter, der kam. Hat man Sie nicht darüber meine Abwesenheit benachrichtigt? Ja, doch, alles in Ordnung. Deshalb suche ich Sie auch nicht. Ihre Kompetenz ist vielmehr in einer anderen Angelegenheit vonnöten. Wenn das so ist, bitte unterweisen Sie mich, wie ich Ihnen behilflich sein kann, Dekan. Kommen Sie näher, mein Junge. Was ich zu sagen habe, ist delikater Natur, ein kleines Geheimnis. Die Sache ist diese. Dieses Rätsel hier kann ich verzweifelterweise nicht alleine lösen. Meine reizende Enkelin hat es mir gestellt, aber ich werde um alles in der Welt daraus nicht schlau. Ich verstehe, dass dies durchaus zu leichter Irritation führen kann. Leichte Irritation, ja, und das ist noch nicht nett ausgedrückt. Wie soll die Kleine denn so ihrem weisen Opa aufblicken, wenn ich an so einer Lappalie scheitere? Erwiesenermaßen ist das eine ernste Problematik, Herrschen. Es hört sich durchaus danach an, Herr Dekan. Mit Verlaub. Also kann ich mit Ihrer Verschwiegenheit und Ihrer Hilfe in dieser Affäre. Affäre? Affäre? Aber sei es redend. Ist klar, dass du damit machst, Leighton. Ist klar. Die Studentenbanger hier. Das Tausendste? Oh. Okay. Warte mal, ich guck mir das gerade an. Irgendwie kommt das wieder hoch. Hier wurde mit Streichhölzern der Text 1000 m gelegt. 100. Wie komme ich auf 1000? 100 gelegt. Entferne eines der Hölzer und bewege in den Mülleimer um diese Länge auf einen Tausendstel. Eine davon muss man bewegen. In die Mülltonne? Eine, nur eine. Ja, eine. Laut, sie laufen hier.
Tut mir leid, Leute, ich bin krank. Es ist halt so. Weißt du, was die römische M war? Ich weiß nicht mehr, ich weiß nur X und Striche und so alles. Ja, aber guck mal, es gab's? C. C war auch irgendwas. Aber was, gab's O? Gab es O? Ja, wieso haben wir kein Latein? Oh, man kann es drehen. Das bringt nichts, man muss es einfach wegnehmen. Man kann das aber drehen, guck mal hier. Und dann? Da steht ja, entferne eine Sache, sondern bewege es in den Mülleimer. Das ist schon ein Zug dann, wenn man es dreht, ne? Wenn ich mich jetzt richtig hinweise, dann war die Lösung richtig simpel. Ja. 100 M. Ich glaube. Sag mir nicht so. Icon. Ja, Icon. Oder? Jock. Ich glaube, wir brauchen Hinweise. Glaube ich auch. Obwohl, guck mal, wie gleich das ist, eigentlich. Ja, das muss bestimmt gleich sein. Die Streichhölzer bilden die Zeichen, aber es haben sich immer Längenangaben. Ah, ja, M für Meter. Okay. Mach mal die nächste. Es handelt sich um eine Längenangabe? Ja, das ist doch klar, aber. Mach das nächste. Warte, aber wie soll man da 1000 rausgehen? Ja, mach das zweite, das dann bekommst. Ich glaube, am dritten Hinweis. 100? Nein, das ist bestimmt nicht. Das ist bestimmt es nicht. Sind das 00M? Eher nicht. Es muss genau ein Tausendstel sein. Ja, Mann. Komma? Sie sagen nicht 1000, die sagen 1000 still ganze Zeit. Weißt du? Ich habe hier zwei Handtücher. Handtücher? Papiere. Das muss genau ein Tausendstel des Wert sein. Ein Tausendstel? Nimm lieber einen Hinweis. Noch einen Hinweis. Warte, ein Tausendstel? 100 durch 1000 sind? 0, irgendwas. Danke. Ich mach den dritten Tipp. Okay. Wenn das auch nicht hilft. Egal wie lange du an der Zahl selbst rumspielst, du wirst nie ein Tausendstel der ursprünglichen Zahl erreichen. Warum änderst du stattdessen nicht die Einheit? Zentimeter, wusste ich doch! 10 Zentimeter! Guck mal hier! Mann! So sagt es! Hat sich das einfach weggemacht! Also das mit Römisch, dachte ich so. So gefällt mir das! Einfach nur wegnehmen! Kacke! Oh, Wichser! Heurika, meine Enkelin wird entzückt sein, wie weise und schlau ihr Großvater doch sein kann. Lügner! Ich bin erfreut, sie aus dieser misslichen Lage befreit zu haben, hochgeschätzter Dekan. Gleichermaßen. Notabende herrsche. Ich würde sie um eine weitere Gefälligkeit bitten wollen. Aber gib es, was kann ich da noch für sie tun? Es versteht sich von selbst, dass wir diese Angelegenheit unter uns behalten, ja? Aber natürlich, schließlich haben wir sie doch ihre Ansicht bei ihrer Enkelin zu bewahren. Hoho, scharfsinnig wie immer. Und weiß es mit Ihnen, junger Mann, wissen Sie ebenfalls zu schweigen? Wie ein Grab, verehrter Dekan. Großartig, ich bin Ihnen zutiefst zu Dank verpflichtet. Nur eine Sache, Herrsche. Vorhin war eine junge Dame hier, die nach Ihnen suchte. Ich habe sie in ihr Büro geschickt, sie sollte auf Sie warten. So. Oh, Sie meinen bestimmt Flora. Vom zweiten Teil, weißt du noch? Ja. Beide habt vielleicht Nerven, mich zurückzulassen und allein auf Abenteuer zu gehen. Bitte, Flora, das war ganz sicher nicht unsere Absicht. In gewisser Weise hat eines zum nächsten geführt und wir steckten bald in einem rechten Schlamassel. Was? Oh je. Wir hätten es wirklich nicht ahnen können, Flora. Ich schwör's. Ich schwör's, Digga. Wirklich? Kommst du jetzt mit? Na klar doch! Wir hätten dich doch sonst nie allein gelassen! Luke hat völlig recht, Flora. Bitte vergib uns unsere kleine Unaufmerksamkeit. Na gut, aber nur dieses Mal. Lass mich aber bloß nicht wieder zurück. Das bin ich, was du mich hier. Aber keineswegs. Ja, das haben sie jetzt gesagt. Na gut. Das ist ein Rätsel. Nein.
Steht da Ersatzgut? Steht da? Ja. Ja, das ist ja, ist klar. Super. Tisch. Super, super. Unten. Oh. Ich muss mit dir reden. Was passiert? Ist passiert. Das wird auch nicht zu nichts. Ich gehe weiter zu Herbert. Wir beide müssen schrecklich müde sein. Ich habe gerade einen Tee gemacht. Ich hole ihn mal schnell. Sie haben Flora nicht gerade ein Versprechen gegeben, oder? Ich befürchte doch. Und leider sind wir wohl gezwungen, es zu brechen. Oh, doch. Gentleman hat sich kein Versprechen gebrochen. Professor, das ist ja schrecklich. Zudem sieht es Ihnen gar nicht so ähnlich, dass Sie Ihr Wort brechen. Nun, du hast auch nicht gerade viel getan, um das arme Mädchen davon abzubringen, mit uns zu kommen. Außerdem, böse, ne? Yeah. Böse. Außerdem befinden wir uns in einer überaus gefährlichen Situation. Ich möchte Sie sicher wissen. In jedem Fall sollten wir unsere Arbeit hier rasch beenden und den Inspektor aufsuchen. Wir sind hier, um eine Kleinigkeit zu suchen. Sie haben recht, Professor. Also gut, nach was genau halten wir den Ausschau? Irgendwo hier muss eine Lederlampe liegen. Ledermappe liegen, aus der oben ein hellgelber Zettel ausreicht. Könntest du mir bitte helfen, sie zu finden? Jawohl, Professor, bin schon dabei. Ist das die Mappe, von der Sie sprachen? Ja, genau, das ist sie. Weil Sie Informationen zur Explosion an Institut für polydimensionale Forschung. Haben Sie etwa diese Dokumente zusammengetragen, Professor? Ja, das habe ich, Seite um Seite. Bedauerlicherweise ist der Inhalt größtenteils entfernt worden. Ui, das kann man wohl sagen. Viele der Seiten sind ja rausgerissen worden. Es ist lange her, seitdem ich das hier letztes Mal geöffnet habe. Mal sehen. Ah, zumindest die abgehefteten Zeitungsausschnitte weiter vorne sind noch unversehrt. Von wann stammen diese Ausschnitte denn genau, Professor? Das erzähle ich dir im Bus. Aber jetzt müssen wir schnell weg, bevor die Flora zurückkehrt. Voila, ich dachte, ihr seid hungrig. Also habe ich ein paar Gurkenbrot. Oh, wo sind die beiden schon wieder hin? So im Stich gelassen. Geh wieder rein. Ich könnte das, glaube ich. Ach nein. Ja, Flora muss uns. Ja, ja. Ey, meine Zunge tut irgendwie weh, oder? Ja. Ah, mein Gebiss. Ach, du Schlampe. Ja. Du Schlampe ist noch hier. Ich habe da noch eine Frage der Mappe aus Ihrem Büro, Professor. Was für eine Explosion hatten Sie denn damals untersucht? Es passierte vor einigen Jahren. Du warst damals noch ein Baby. Während eines Experiments hatten zwei Wissenschaftler unabsichtlich eine Explosion verursacht. Das Physiklabor, in dem sie arbeitete, sowie die ganze Umgebung wurde verwüstet. Es muss in den Medien ein Riesenthema gewesen sein, oder? Das sollte man meinen. Aber ganz im Gegenteil. Obwohl viele der Tragödie zum Opfer fielen, war das Medienecho gering. Wieso denn das? Das ist etwas, das ich noch immer selbst herausfinden muss. Aber beantworte mir dies. Was fällt dir als erstes ein, wenn du von einer Explosion hörst? Tod. Die Detonation von Dr. Olympien Zeitmaschine natürlich. Ja, genau das war auch mein erster Gedanke. Ich habe den Verdacht, dass diese beiden Vorfälle etwas miteinander zu tun haben. Inwiefern? Nun, es ist nur eine Vermutung. Im Moment kann ich noch nichts Konkretes sagen. Wirklich merkwürdig. Oh, Professor, hier müssen wir aufsteigen. Boah, da werden wir sogar uns Gott entjagt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Machen wir den Inspektor ausfindig. Boah, die reden so laut da draußen. Was ist denn los? Kriegt jemand Ärger? Die kleinen meine kleinen Geschwister machen hier wieder Rambazamba hier. Rambazamba. Rambazamba. Oh, richtig. Die nerven immer so richtig. Ja, nie. Was hat die Stelle? Das ist echt so, die machen immer Heckmeck, die machen immer Stress. Wollte man nicht zur Bibliothek? Nein, die wollten Scotland Yard. Wollten wir hier davor noch? Rätsel. Hier ist ein Rätsel für dich. Willkommen in Scotland Yard, dem Hauptquartier der Polizei Londons. Wie kann ich denn zu Diensten sein? Wir möchten mit Inspektor Shinmi sprechen. Würden Sie bitte ihm mitteilen, dass wir hier sind? Unglücklicherweise ist der Inspektor momentan sehr beschäftigt. Darüber hinaus habe ich strikte Order halten, alle Besucher an dieses Rätsel zu stellen. 50? Haben wir 49? Ja, haben wir. Lies. Guck mir das gerade mal so an. In den letzten Jahren haben Kriminalität in Unfällen in diesen Großstadtvierteln deutlich zugenommen. Eine Studie zufolge gibt es an Orten mit einem besonders hohen Jahresdurchschnitt an Verletzten und Todesfällen. Was nur für ein ominöser Ort. Kreise seinen Namen unten ein. Was nochmal? Was sucht man?
einen Ort, wo sehr viele Verletzte sind. Besonders hohen Jahresfall an Verletzten und Todesfällen. Nee. Doch, das ist das Krankenhaus. Das ja, das sind viele. Sucht man den Ort, wo die sich befinden oder wo es passiert? Nicht, dass passiert. Die wollen wissen, wo einfach das Ort ist. Wo der Ort ist. Dass sie ja, ja, ist klar. Okay, dann ist es krass. Mal sehen, ob das stimmt. Ja. Das ist einfach simpel. Am Anfang dachte ich auch, soll ich den Ort suchen, wo es jetzt alles passiert ist? Ja, genau. Sonst hätte ich Kreuzung gesagt. Ja, krankenlos. Ja. Das ist korrekt. Was in ihrer Arbeit wie immer, Professor Lincoln. Oh, Sie kennen sich? Natürlich kenne ich den Professor. Wir können einen Rätselner wie ich nicht den Namen Professor Layton kennen. Ich bin ein treuer Anhänger. Sektenanhänger bestimmt. Dann darf ich annehmen, dass Sie das Rätsel selbst ausgedacht haben, richtig? Das haben Sie, da haben Sie mich auf frischer Tat ertappt. Was soll ich sagen? Ich dachte mir die Gelegenheit einfach nicht entgehen lassen. Der große Professor Layton löst mein Rätsel. Davon werde ich noch meinen Enkeln erzählen. Ich lasse den Inspektor sofort wissen, dass Sie kommen. Sein Büro ist geradewegs diese Treppe hinauf im ersten Stock. Vielen Dank! Da ist er wieder so. Münze war irgendwie klar. Münze. Der Sessel. Ja, scheiße. Die Kanne! Nein! Nichts beruhigt die strapazierten Nerven mehr als eine schöne Tasse Tee. Oh. Guten Tag, Wachtmeister. Auch Ihnen einen guten Tag, der Herr. Wir würden uns gerne mit dem Inspektor unterhalten, aber er scheint nicht hier zu sein. Ja, das scheint tatsächlich so. Mir wurde mitgeteilt, dass ich ihn in seinem Büro antreffen würde. Ja, er war hier, aber dann ist er auf Spürsprungen gegangen. Das geschah alles ganz plötzlich. Ich bin selbst ein wenig verwirrt und über sein jähes Verschwinden. Barton, ich hoffe doch stark, dass Sie keine falschen Informationen über mich verbreite. Soll ich mal wie Hitler mit Ihnen reden? Nein. Ich sagte Ihnen doch, dass ich mit dem Kommissar treffen wollte. Ach ja, richtig, das sagten Sie, Inspektor. Benutzen Sie Ihren Löffel, Barton. Auch Ihnen wird nie was, wenn Sie nicht lernen, richtig zuzuhören. Guten Tag, Inspektor Shandy. Entschuldigen Sie die mangelnde Begrüßung, Layton. Kannst du mal weiterlesen? Das ist ja eine Überraschung. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Verzeihen Sie den unerwarteten Notfall, Herr Inspektor. Mir kam zu Ohren, dass Sie die Ermittlungen zum Verschwinden des Premierministers leiten. In der Tat. Und da Sie es sind, will ich ehrlich sein. Bei diesem Fall tappe ich völlig im Dunkeln. Dutzende von Augenzeugen mich eingeschlossen und kein einziger fruchtbarer Hinweis. Da Sie ohnehin schon hier sind, kann ich Sie gleich dazu befragen. Bitte nehmen Sie Platz. Ich wurde bereits einen Tag vorwärts verhört. Aber vielleicht bringt unser Gespräch etwas Neues ans Licht. Ja, komm. So, Trinkpilz. Also, Sie waren bei der Explosion anwesend, korrekt? Das ist korrekt. Dann sind Sie wahrscheinlich meiner Meinung nach, dass niemand diese Situation überlebt haben kann. Weder dieser Quacksalber Stolopin oder seine Angestellten, noch der Premier selbst, bedauerlicherweise. Trotzdem macht es mich stutzig, dass es keinerlei verwertbare Spuren gab. Was meinen Sie damit? Naja, wir haben den ganzen Tatort durchkämmt und nichts gefunden, was auf die Opfer schließen ließe. Keine Überreste, keine Kleidung, keine Schuhe. Nicht einmal so etwas wie eine Uhr oder eine Ring. Alles, was wir Opfer fanden, waren 10 Tonnen Alteisen, die Überreste der Zeitmaschine. Jedoch keine Menschen. Es waren acht, Inspektor. Was? Haben Sie mir gerade etwas gesagt, Wachtmeister? Es waren 8, Inspektor. 8 Menschen sind verschwunden. Stimmt, laut den Berichten der Augenzeugen sind 8 Personen vom Unfallort verschwunden. Es waren Dr. Slupin, eine Handvoll seiner Assistenten sowie der Premierminister. Wie um alles in der Welt ist es möglich? Haben sie sich spurlos in Luft aufgelöst? Es wäre das ein verflixter Zaubertrick oder so? Keine Sorge, Inspektor, so viel weiß ich. Ist der Premierminister noch immer am Leben? Hm? Ach, Luke, sei ein guter Junge und misch dich nicht ein. In Ordnung? Hier unterhalten sich gerade Erwachsene. Wieso gehst du nicht eine Runde mit Bart im Flur spielen, wenn du dich langweilst? Inspektor, ich versichere Ihnen, dass Sie Luke glauben können. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bill Hawks lebt, ist tatsächlich sehr groß. Was? Spannen Sie mir nicht auf die Folter, ich verlange eine Erklärung. Bevor ich dies tue, möchte ich Sie zuerst um einen Gefallen bitten. Worum handelt es sich dabei? Erinnern Sie sich an die Explosion am Institut für polydimensionale Forschung? Das war etwa vor 10 Jahren. Was haben Sie da gesagt? Ich verstehe das als... Ja,
Es war von höchster Wichtigkeit, dass sich alle Akten dazu einsehen. Sie sind doch gerade auf einer heißen Spur lenken, oder? Was wissen Sie? Im Moment noch nichts Genaues. Trotzdem vermute ich, dass Ihr aktueller Fall in Verbindung. Ich würde Ihnen gerne weiter helfen, wirklich, aber diese Unterlagen sind streng geheim. Nicht einmal ein hochgestellter Beamter wie ich kann so leicht darauf zugreifen. Verstehe. Ich habe gehofft, dass ein Mann Ihres Ranges den nötigen Einfluss und die Akten zugänglich zu machen. Offenbar habe ich zu viel erwartet. Tut mir leid, falls ich Unmögliches von Ihnen verlangt habe. Warten Sie einen kleinen Moment. Denken, ich glaube, da lässt sich doch was machen. Exzellent, ich wäre Ihnen zu tiefstem Dank verpflichtet. Eine Sache noch, nichts im Leben ist umsonst, auch nicht diese Unterlagen. Ich will alles erfahren, was Sie über meinen Fall und den Verbleib des Premierministers wissen. Natürlich, sobald ich einen Einblick in die Akten habe und sich meinen Verdacht bestätigt. Warten, ein Sie sofort in das Schiff und finden Sie die Dokumente. Sollte irgendwer Fragen stellen, so antworten Sie, dass ich meinen Auftrag handle. Schon unterwegs, Herr Inspektor. Die Akten sind Archivbestand und dürfen somit nur vor Ort eingesehen werden. Gehen Sie zuerst zurück in die Eingangshalle und dann runter in den Keller. Dort ist das Archiv. Ich weiß Ihren Einsatz sehr zu schätzen, Herr Inspektor. Danke. Okay, wir müssen im nächsten Part.